Der Mensch ist tagaktiv, das ausgeprägteste Augenwesen der Evolution und das Lichtwesen par excellence. Von Urzeiten an hat für ihn das Feuer eine beherrschende Rolle gespielt. Aber wie alles, was der Mensch sucht, zur Sucht wird, hat er heute mit künstlichem Lichtschaffen übertrieben. Man sieht aus dem Weltall bereits das Verschwendungsniveau einer Zivilisation an der Leuchterscheinung seiner Städte und Küsten. Das Auge ist unser faszinierendstes Organ. Es ist dermaßen empfindlich, dass ein einzelnes Photon in einem Rezeptor eine Reaktion auslöst. Von Millionstel Sekunden angefangen bis zu 2 Stunden ist nach einem Lichtreiz elektrophysiologisch, das heißt elektrische Entladungen des Auges, Reaktionen messbar. Es gibt einen Arbeitskreis, der beschäftigt sich mit dem Thema Lichtverschmutzung. Wenn wir zu viel Licht verwenden für das Anstrahlen unserer Gebäude, wenn wir zu viel Licht in den Himmel schicken, verärgert das nicht nur die Astronomen, es tötet auch Insekten, Nachtfalter. Den Mediziner stört das Licht deswegen, weil die Nachtruhe gestört wird. Es stört die Chronobiologie, es stört die innere Uhr und man sollte daran denken, mit dem Licht auch in der Nacht vorsichtiger und behutsamer umzugehen. Die Lichtquellen, die verwendet werden, werden immer heller. Das ist der Trend. Und die Verschiebung ins Blaue ist nicht wünschenswert. Mit dem künstlichen Licht haben wir Astronomen mitunter unsere helle Not. Denn das einzige Medium, die einzige Botschaft, die uns von den Sternen erreicht, ist das Licht. Und das Licht ist von den Sternen bekanntlich mehrere Jahre, wenn nicht tausende Jahre, zu uns unterwegs und wird auf den letzten 10 Kilometern durch das künstliche Licht, das in der Erdatmosphäre gestreut wird, beträchtlich verunstaltet, überstrahlt und unsichtbar gemacht. Darin liegt für uns eine nicht zu vernachlässigende Gefahr der künstlichen Lichtquellen, dass sie uns nämlich auch das Kulturgut Sternenhimmel, das so viele Künstler auch inspiriert hat und natürlich so viele wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglicht hat, zunichte macht. Das Phänomen der Lichtverschmutzung hat auch noch sehr viele unerforschte Seiten. So zum Beispiel gibt es den Aspekt des Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen und vieler anderer Lebewesen. Seit Jahrmillionen haben sich ja Lebewesen auf der Erde an den Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnt und das Licht als Zeitgeber verwendet. Das funktioniert aber nur so lange, als es in der Nacht auch wirklich noch dunkel wird, was in vielen großen Städten nicht mehr der Fall ist. Fledermäuse gibt es seit mindestens 50 Millionen Jahren auf dieser Welt und in dieser langen Zeit hat es diese faszinierende Tiergruppe geschafft, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Ungefähr ein Viertel aller heute auf der Welt lebenden Säugetiere sind Fledermäuse. Nun ist es klar, dass eine Tiergruppe, die so sehr auf die Dunkelheit spezialisiert ist, mit hellem Licht und mit Licht überhaupt so gut wie nichts anfangen kann. Im Gegenteil, helles Licht, künstliche Beleuchtung ist sehr unangenehm und auch schädlich für Fledermäuse. Wenn man sich vor Augen hält, in welch perfekten Ausmaß Fledermäuse an die Dunkelheit angepasst sind, dann versteht man sehr leicht, wieso es für Fledermäuse so schädlich ist, wenn mittels künstlicher Beleuchtung die Nacht zum Tag wird. Österreich ist ein reiches Land, unter anderem auch ein artenreiches Land. Eine der vielfältigsten Tiergruppen, die es im Bundesgebiet gibt, sind mit ca. 4000 Spezies die Schmetterlinge. Doch diese Artenvielfalt ist bedroht. Im Projekt Die helle Not wollen wir auf diese Bedrohung hinweisen. Was heißt das, die helle Not? Nachtfalter, und dazu zählt der größte Teil der Schmetterlinge, werden durch Kunstlicht angelockt und verenden schließlich. Das heißt, es kommen Milliarden von Tieren im Bundesgebiet jedes Jahr um. Man hat allein an einem einzigen beleuchteten Denkmal 7 Millionen Opfer
in einem Jahr gezählt. Mit dem Projekt Die helle Not versuchen wir, diese Gefährdungsmomente, die also von Kunstlicht ausgehen, zu vermeiden bzw. zu verringern und können dadurch Milliardenverluste an nachtaktiven Insekten, die auch eine wichtige Funktion im ökologischen Gefüge haben, zum Beispiel als Nahrung für andere Tiere oder zur Bestäubung von Blüten. Wir wollen also diese Verluste vermeiden und verringern. Als nachhaltiger und klimafreundlicher Mobilitätsanbieter engagiert sich der ÖBB-Konzern zu vielen verschiedenen Umwelt-, Natur- und Artenschutzprojekten. Die Projektinitiative Die helle Not hat sich als Ziel gesetzt, den sorgsamen Umgang von Licht zu forcieren. Nicht nur im Sinne der Naturschutzinteressen, sondern auch im Sinne des Energiesparens. Der ÖBB-Konzern unterstützt diese Projektinitiative durch den Einsatz von speziellen Leuchtmitteln. Die Wiener Umweltanwaltschaft ist eine unabhängige und weisungsfreie Einrichtung des Landes Wien. Eine der wichtigsten Aufgaben ist natürlich der präventive Umweltschutz. Aktivitäten im Naturschutz gehören da natürlich dazu. Bewusstseinsbildung in diesem Bereich, das war auch ein zentrales Thema für die Broschüre Helle Not. Und wir versuchen dieses Thema, wie beleuchte ich richtig im privaten Bereich, auch intensiv weiter zu verbreiten. Wer nachts schon einmal in einer Wiese gelegen ist und in den Sternenhimmel geschaut hat, der kann die Schönheit von diesem Himmel erahnen. Das ist auch das Problem, man kann es bei uns nur mehr erahnen. Das, was an Abstrahlung von unseren Städten, von unseren Siedlungen in den Himmel geht, das ist nicht nur ein ökologisches Problem, sondern das ist auch ein Problem für den Menschen, für die Erlebbarkeit der Nacht und es ist ein Problem, was Energieverschwendung anbelangt. Diese drei Gründe sind auch ausschlaggebend gewesen dafür, dass die Tiroler Umweltanwaltschaft gemeinsam mit dem Landesmuseum von Tirol vor 6 Jahren das Projekt Die helle Not initiiert hat. Wir Menschen leben im Rhythmus von Tag und Nacht. Jegliches Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es einen Rhythmus hat. Für mich als Astrofotograf ist es unbedingt erforderlich, dass der Himmel möglichst finster ist, um hochqualitative Bilder erlangen zu können. Aber auch vom medizinischen Standpunkt aus ist es sehr wichtig, dass der Platz, an dem wir schlafen, möglichst finster ist. Zahlreiche Forschungsgruppen global auf der Welt konnten in seriösen Arbeiten zeigen, dass es einen statistisch signifikanten Zusammenhang gibt zwischen Lichtverschmutzung am Schlafplatz und einem mitunter erhöhten Risiko an bestimmten Krebsformen zu erkranken. Diese Zahlen und Fakten liegen ganz hart am Tisch und können nicht mehr länger ignoriert werden. Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass jemand, der an einer dieser bestimmten Tumorformen erkrankt, auch tatsächlich ein Opfer der Lichtverschmutzung ist. Es zeigt aber sehr wohl, dass die Natur Recht hat, mit der Einrichtung der Nacht, die finster sein soll, zur Erhaltung der Gesundheit des Menschen. Licht bei Nacht ist eine Errungenschaft der westlich industrialisierten Welt, aber Licht bei Nacht muss unbedingt einerseits energiesparend, umweltschonend, aber vor allen Dingen auch gesundheitserhaltend eingesetzt werden. Und dies ist, wie beispielsweise das Projekt der Hellen Not und zahlreiche andere Aktivitätsgruppen zeigen können, durchaus möglich. Man muss einfach das Licht ökologischer gestalten. Das heißt, ein Licht verwenden, das nicht so sehr im Bereich abstrahlt, dass die Insekten sehen, das ist der kurzwellige Bereich. Und man muss generell die überflüssige Beleuchtung vermeiden, die zunehmend um sich greift. Nur dann können wir auch in Zukunft die Tiere im Freiland bewundern und sind nicht mehr nur ausschließlich auf tote Museumsexemplare angewiesen. Jeder Faktor, der Fledermäuse beeinträchtigt in ihrem Leben, sollte unbedingt abgestellt werden. Und dieses Übermaß an künstlicher Beleuchtung ist wohl einer der Faktoren, die in der heutigen Zeit, wo die Energie immer knapper wird, relativ leicht abgestellt werden könnte.
verschwenden sie nicht Energie und Licht. Ja? Das ist ein ganz zentrales Thema, sondern benutzen sie es wirklich nur dort, wo sie es brauchen. Und versuchen sie, die Anstrahlung von Gebäuden und die Anstrahlung in die freie Landschaft möglichst gering zu halten. Also Licht, dort wo man es aus Sicherheitsgründen braucht, ja, aber sozusagen nicht als Energieluxus und zum Schaden der Natur. Wir engagieren uns im heurigen Jahr der Astronomie auch insbesondere, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, um Gemeinden zu informieren über die Auswirkungen von überflüssiger Beleuchtung, weil die nicht nur schädlich ist für die Nachttiere, sondern auch für den Menschen, für die Erlebbarkeit eines schönen Sternenhimmels. Und eine Energieverschwendung bedeutet, die wir uns in Zukunft einfach nicht mehr leisten sollen. Damit ist das Projekt Helenot ein tolles Beispiel dafür, dass ökologische Projekte dementsprechend auch ganz tolle ökonomische Effekte mit sich bringen können. Wie wirkt Licht auf Insekten, auf Zugvögel, auf Fledermäuse, auf Meeresschildkröten? Hier ist eigentlich erst die Spitze des Eisbergs erkannt. Diese Spitze ist schon alarmierend genug, sollte uns Anlass geben zu reagieren, sorgsam mit künstlichem Licht umzugehen und Licht sozusagen in der Nacht wie eine Art von Gift möglicherweise für manche Lebewesen zu betrachten, wo es auf die richtige Dosis ankommt, sodass es heilsam ist in der richtigen Verwendung, aber schädlich in der falschen Menge und zur falschen Zeit. Ich plädiere dafür, mit dem Licht sorgsam umzugehen, mit Vernunft umzugehen und darauf zu achten, dass wir weder unser Sinnesorgan überfordern dürfen mit Überbelichtungen, noch alles, was rund um uns mit dem zu viel an Licht einen Schaden abbekommen könnte. Es geht nicht um Licht oder nicht, sondern es geht darum, dass wir mit dem zivilisatorischen Feuerwerk glatt übertrieben haben. Maßhalten mit Licht heißt Energiesparen, heißt der Natur wieder etwas näher zu kommen und heißt intelligente Lichtlösungen zu finden, die dem Zweck der Beleuchtung wirklich entsprechen, statt Überschüsse ins Nichts zu schicken, die dort nur stören.